Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Session Gothic 1. Und ihr hört sicher, dass ich mich anders anhöre. Das liegt daran, dass ich ein neues Mikrofon habe, das König Ansteckmikrofon. Sehr günstig. Ich weiß auch noch nicht, wie es klingt. Ich habe jetzt schon Chaos of Deponia aufgenommen damit und es war eigentlich ganz in Ordnung. Allerdings, muss ich auf euer Urteil noch warten. Ich werde aber jetzt alle laufenden Let's Plays einmal mit diesem Mikrofon aufnehmen, weil nicht alle schauen Chaos of Deponia, nicht alle schauen Gothic 1 und nicht alle schauen Assassin's Creed 1. Dementsprechend, um ein möglichst breites Feld von euch abzudecken, werde ich jedes Projekt einmal damit besprechen, sage ich mal, und auf eure Meinung hoffen, die ihr mir bitte in die Kommentare schreibt. Also bitte, bitte Kommentare abgeben, welches Mikrofon besser ist, welches ich weiterhin benutzen soll. Wie gesagt, das König Ansteckmikrofon ist sehr günstig, 6 Euro bei Amazon. Ich darf mir ein kleines Urteil erlauben. Ich finde es gar nicht schlecht für diese 6 Euro. Da habe ich eindeutig Schlimmeres für mehr Geld gehört. Man hört zwar kleine Nebengeräusche und Störgeräusche, aber alles in allem verkraftbar. So, ich werde. Kann ich da mal vorbei? Nee, kannst du nicht. Ich werde jetzt hier da mal ein bisschen einsammeln. Und dann werde ich mich auf den Weg ins alte Lager wieder zurückmachen, um die Quest bei unserem lieben Diego abzugeben. Und mal schauen, was ich dann noch da so machen werde, wie es mit uns weitergehen wird. Wie gesagt, da ich... Ups. Ladebalken. Da ich nicht... Oh Gott, ist das laut. Da ich nicht genau weiß, wie das Mikrofon bei euch ankommt, werde ich nicht so lange aufnehmen. Vielleicht ein, zwei Folgen, so wie bei Chaos of Deponia. Einfach um zu reagieren, falls ihr das Mikrofon total scheiße finden solltet. Wobei ich glaube, dass es sogar einen Tick besser klingt als mein aktuelles. Also wenn ich mir mal mein eigenes Urteil davon bilden darf. So, und jetzt muss ich natürlich wieder die altbewährte Karte aufmachen. Ach, da ist das Bedarfsliste. Also wir müssen wohl jetzt auf jeden Fall auf Leute vom alten Lager achten, vom neuen Lager, die uns wohl die Liste wegnehmen wollen. Was bedeutet, wenn ich eine Person sehe, die auf uns zukommen sollte, werde ich Fersengeld nehmen und einfach abhauen. Und zwar so schnell wie möglich. So, und jetzt müsste doch dann hier irgendwo der Fluss kommen. Habe ich recht oder habe ich recht? Ja, wenn ich jetzt geradeaus durchlaufe, kommt der Fluss und dann kann man sich einfach vom Fluss, ach, diesmal können wir uns ja wirklich vom Fluss treiben lassen, bis wir im neuen Lager sind. Oder halt eben schwimmen, was natürlich schneller geht. Und hier sind Viecher, die will ich nicht unbedingt treffen. Ich will nicht gleich am Anfang dieser Session sterben. So. Dann machen wir mal uns auf den Weg. Ich muss ein bisschen gegen die Strömung ankämpfen, sonst gehe ich links oder rechts rüber. Diese Viecher sind sehr stark, die schaffen wir noch nicht. Irgendwie rede ich auch komplett anders als sonst. Liegt wohl daran, dass ich versuche, möglichst wenig zu laut, zu leise zu reden, weil ich das Mikrofon eben noch nicht kenne und seine Eigenarten noch nicht so drauf habe. Ich weiß eben nicht, wie das... Oh Gott, das Ding kann schwimmen. Leute, das Ding kann schwimmen. Nein, nicht laufen. Rennen, schwimmen, whatever. Ich renne jetzt zu den Typis hin. Und hoffe, dass die das Viech angreifen. Beziehungsweise das Viech mir nicht folgt. Das ist natürlich auch gut. So, und ach, wir sind ja schon im alten Lager. Sehr schön.
hoch. Ich will da mitmachen, aber ich kann nicht. Warum habe ich nicht die Erfahrung bekommen? Och Manu. Ich hätte wahrscheinlich den ersten Schlag landen müssen. Wie in so vielen anderen Rollenspielen. Aber ich habe nicht gewusst, dass das nochmal angreifen würde. So, das ging ja eigentlich recht flott hier wieder zurück ins alte Lager. Ein Becher. Und auch ohne Zwischenfälle. Also keiner vom neuen Lager, kein irgendwie, was ich aber sicherheitshalber abspeichere. Ich traue dem Spiel nicht so ganz über den Weg. So. Es kann ja immer wieder was passieren. Kann ja auch jetzt einer mich hinterrücks ermorden und das Ding mir abluchsen. So, Diego, wo bist du? Ach, da bist du ja schon. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Ich hab die Liste von ihr. Aber gut gemacht. Das bringt ja einige Pluspunkte ein. Manche lernen aber gar nichts. Das klingt sehr gut. War doch klar, dass das ärgert. So, und mal unser Ansehen checken. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skelty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Mit Dexter muss ich noch ein erstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst, bist du einen großen Schritt weiter. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Alles in allem schon nicht so schlecht für einen Neuen. Ach, und die Liste tust du nicht erwähnen? Finde ich aber böse von dir. Mach's gut. So, mal unser Questlog anschauen. Wir haben an sich alles hier gemacht, bis auf Rezept der Sekte. Warte, sehr so. Runter, runter, runter. Genau das. Der Schattendexter am Marktplatz hat mir aufgetragen, für ihn ein Rezept vom Guru Kalum im Sektenlager zu besorgen. Dexter meinte, ich solle mich als Bewerber ins Sektenlager einschleichen. Ich bin geneigt, dies nachzukommen. Und dazu müsste ich einen vom Sektenlager finden, der uns dahin führt, weil ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich habe zwar eine Karte, aber alleine will ich da nicht hin. Ihr wisst ja, wie der Weg schon im neuen Lager war. Ich denke mal, im zweiten Lager wird es nicht viel leichter. Also, was der große, große Vorteil von diesem Mikrofon ist... Ja. Wie oft habe ich... Der große Vorteil von diesem Mikrofon ist tatsächlich, dass es vom Grundpegel schon so laut ist, dass ich mich selber reden höre und... Jesse? Haben wir mit dem, ja, anscheinend haben wir mit dem schon geredet. Das ist vom Grundpegel schon so. Naja, die 10 Erz. Gut, dass ich dich treffe, mein Freund. Ja, wie sieht's mit. Ah. Hier nimm. Genau. Wir sehen uns. Ja. Genau. 10 Erz können wir uns ja mittlerweile recht gut leisten. Wer bist du? Herrick? Suchst du wieder Streit? Wieso wieder? Na, wie sieht's aus? In diesem Lager ist nicht genug Platz für uns beide. Bitte was? Wenn es nach mir ginge, würdest du hier nicht alt. Weißt du, warum ich hier bin? In einer Nacht habe ich ein Dutzend Leute umgebracht. Einfach nur so. ja, sehr sympathisch. Gut, wo war ich gerade? Ach ja, genau, das Mikrofon ist vom Grundpegel schon so laut, dass ich mich tatsächlich selber reden höre, was mir ein wenig mehr Spaß macht beim Let's Playen, da ich einfach weiß, wie ich wirke.
Ich könnte es noch lauter einstellen. Allerdings habe ich dann Angst, dass ich zu viele Störgeräusche mit aufnehme, was eben kontraproduktiv wäre. Wen interessiert das? So, ich glaube, der war doch da hinten vom Sektenlager, oder? Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Ja, das wird wieder wahrscheinlich wieder eine kleine Lauffolge. Ja, das müsste doch der vom Sektenlager sein. Der Schläfer sei mit dir, genau. Fremder. Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Ja, dann führ mich mal zum rechten Weg. Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Ja, das wünsche ich, denn ich will da natürlich hin. Bring mich zu eurem Lager, das will ich mir ansehen. Sehr gut. Ich werde vorangehen, folge mir. Ja, das machen wir. Nicht so schnell, ich bin nicht mehr der Jüngste. Bin ja auch schon mittlerweile 23, falls das noch einige nicht wissen. Was zwar noch nicht sehr alt ist, aber je nachdem, was man arbeitet und was man eben an Stress hat, kann man da doch recht früh altern. Ich denke, alle, die einen stressigen Job haben oder sonst irgendwelchen Stress haben und in meinem Alter sind, wissen, von wovon ich rede. So, und wir müssten jetzt die kompletten Erfahrungspunkte bekommen, wenn er ein Viech umbringt. Das werden wir jetzt natürlich testen. Ich hoffe, der ist genauso stark wie unser Mordrak das letzte Mal. So, kriegen wir da immer nur 80 Erfahrung. Hey, ich will das looten. Ich kann nicht looten. Entweder der hat nichts oder ich krieg nichts, weil er das ja umgebracht hat. Naja, egal. Die Erfahrungspunkte sind mir eh wichtiger. Bis jetzt haben die Viecher bis auf Fleisch noch nie was gelootet, was ich gebrauchen kann. Ja, greif den Wolf an, dann komme ich hinterher. Ja, greif ihn an, nicht mich. Greif ihn an, nicht mich. Genau. So, ich mache natürlich mal mit. Oh, nicht mit dich. So. Darf ich jetzt looten? Hat er was? Nein, der hat auch nichts. Mann Gott, nicht mal Wölfe haben hier was. Wie arm ist das Land denn? Ui. Also der hat einiges mehr auf dem Kasten als wir. Wobei ich die, seit wir die neue Waffe haben, noch nicht ausprobiert habe. Könnte also sein... Ah, die haben was dabei, siehst du. Könnte also sein, dass ich eigentlich viel besser bin als früher und mich einfach nur nicht traue, gegen die Viecher allein anzutreten. Ja, ich will... Ja, nein. Ja. Ja, ich bin halt eben ein Schisser, gerade bei dem Spiel, wo ich jetzt eben schon so enorm oft gestorben bin. Aber ich denke, das ist auch nicht verwunderlich, dass ich da ein bisschen Schiss habe. Übrigens muss ich mich mal ein wenig bedanken an den lieben GornLP, der mich bei seinem Gothic Let's Play erwähnt hat. Und zwar bei Folge 55. Ein super lieber Mensch. Also wenn ihr Gothic mögt und auch ein etwas besseres Gameplay sehen wollt, könnt ihr gerne zu ihm. Er hat eine super sympathische Stimme, ein bisschen mehr Bass als ich in der Stimme. Was ich sehr schön finde, sehr angenehme Stimme und eben, er hat auf jeden Fall mehr Skill bei dem Spiel als ich. Er ist auch, wie gesagt, bei 55, also er ist auch ziemlich viel weiter als ich. Wenn ihr also, ja, ein bisschen professionelleres Gameplay sehen wollt, geht zu ihm. Wie gesagt, ein super netter Mensch. Er hat, Ich habe nicht viele... Oh, Stufe aufgestiegen. Ich habe nicht viele Let's Plays von ihm gesehen, immer nur ein bisschen reingeschnüffelt, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte.
gerade bei Gothic. Aber was ich gesehen habe, ist eben gut. Und eben besser als ich, zumindest beim Gameplay. Kommentarstil ist ja natürlich ein Geschmackssache. Ich finde ihn gut. Gerade seine Stimme finde ich sehr sympathisch. Ich liebe ja sowieso Bass in der Stimme. Also eine sehr, sehr erwachsene Stimme. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt er ist. Das würde er mir bestimmt in den Kommentaren schreiben, wenn er diese Folge sieht. Und unser Freund sieht auch nicht mehr so fit aus. Hier, unser Ball Paris, wie der heißt. Naja, aber ist mir auch ziemlich Latte, wie der da ankommt. Hauptsache, ich komme gesund an. Und ich krieg wohl doch die komplette Erfahrung, wie ich sehe. Weil die Scavenger haben bei uns auch immer 50 Erfahrung gegeben. Dann geben die anderen nur 80, dann müssten die gar nicht so viel stärker sein. So von der Logik her. Und trotzdem packen es nicht. Das ist. Also, ich habe auch schon viel gelesen bei Gothic, dass das Spiel etwas hart sein kann. Gerade bei so Gegnern, dass man selbst, wenn man gut equipped ist, mal wirklich auf Glück hoffen muss, dass man überlebt. Und bei mir knurrt gerade Magen. Ich hoffe, das hört ihr nicht, weil das Ansteckmikrofon ja jetzt viel näher an meinem Magen hängt. Ich habe seit heute Morgen nichts mehr gegessen. Das sollte ich mal machen. Werde ich auch gleich, nachdem ich diese, sagen wir mal, halbe Stunde, 40 Minuten aufgenommen habe, werde ich mir genüsslich ein Schlemmerfilet, also Fisch, zu Gemüte ziehen. Wir sind angekommen. Dort unten liegt das Lager der Bruderschaft. Geh durch das Tor und rede mit meinen Brüdern. Ich bin sicher, dass du den Weg nicht umsonst gemacht hast. Frag nach Kor'Kalom. Er hat die Aufsicht über die Novizen und die Lehrer. Ich gehe zurück ins alte Lager. Es gibt noch viele Unwissende, die auf den richtigen Weg gebracht werden müssen. Viel Glück. Ja, das wirst du brauchen. Also der Weg hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Wir haben eine Stufe mehr bekommen. Wie weit sind wir denn jetzt eigentlich schon? Wir sind Stufe 4 und haben 30 Lernpunkte. Also langsam können wir uns mal wirklich überlegen, wo wir sie einsetzen müssen. Und wenn ich gerade so vom Gorn-LP geschwärmt habe, lieber Gorn-LP, wenn du das siehst, wo soll ich diese 30 Lernpunkte investieren? Ich bin gespannt, was du mir da so empfehlst.